Heute vergleiche ich mal eine 5-Euro-Tastatur gegen eine 130-Euro-Tastatur, und zwar die neue Tastatur von Reasonay. So, wir werden jetzt in verschiedenen Szenarien testen, und zwar wir sind jetzt hier in einer Creative Map drin. Wir haben auch die Handcam angeschossen, ihr seht es direkt da, ja, damit ihr auch hier nicht cheaten könnt. Und wenn jetzt hier einfach mal gucken, und zwar der Main-Unterschied natürlich von guten Tastaturen ist natürlich einerseits, dass die Reaction-Time viel, viel geringer ist. Und zwar, dass halt, wenn man jetzt hier drauf drückt auf einem Knopf, dass halt die Sachen viel, viel schneller gemacht werden. Und dadurch einfach mal viel besser bauen kann, vor allem jetzt in Fortnite. Wir testen einfach jetzt mal hier mal meine Schneidetastatur aus, die ich eigentlich bloß zum Schneiden benutze. Und man sieht schon, ich... Oh mein Gott, ich muss schon ganz schön hart auf diese Knöpfe drücken und choke echt sehr, sehr viele... Edits. Ich glaube, weil das Timing halt nicht stimmt. Wenn ich halt, ne, schnell drauf drücke, dann reagiert manchmal die Tastatur nicht. Und dann habe ich aber schon bei der Maus gedrückt und dann passiert genau das, was jetzt hier jetzt passiert ist. Und zwar, dass ich einfach den Edit verkacke. Oh, wir werden es jetzt auch gleich mal in Rank testen. Und zwar in sehr, sehr starken Lobbys. Da werden wir mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Weil das ist natürlich das Wichtige. Weil Freebuilding braucht man jetzt in Fortnite nicht so krass. Aber was mich jetzt mal richtig interessiert, ich lege diesmal zur Seite. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal rein, wie das jetzt hier funktioniert mit der neuen Reason-Tastatur. Und man sieht jetzt schon, also ich spiele schon einen krassen Unterschied, allein schon von der Reaction Time. Da sieht man auch schon, dass das Timing halt viel, viel besser. Und ich kann auch noch viel, viel cleaner bauen. Allein jetzt nur schon beim Freebuild merke ich jetzt schon, dass natürlich eine 10-Euro-Tastatur nicht an eine 130-Euro-Tastatur rankommt. Aber was mir auch schon direkt auffällt, bei einer kleinen Tastatur, deswegen habe ich die ja auch schon normalerweise, ist, dass man einfach viel, viel mehr, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat auf dem Schreibtisch, dass man die auch häufiger querstellt, dass man mehr Platz hat. Aber bei so einer kleinen Tastatur, gegenüber Satz jetzt zu so einer großen, das nimmt schon sehr, sehr viel Platz auf dem Tisch weg. Und da kommst du auch sehr, sehr oft mit der Maus gegen dein Keyboard, was ich ja auch dann komplett verwirren kann. Aber ich muss schon sagen, allein jetzt nur schon vom Bau Gefühl her, ist die Reason-Tastatur deutlich, deutlich besser. Und ich würde auch sagen, dass die Reason-Tastatur, weil ich habe das auch vorhin schon mal ein bisschen getestet, gegenüber meiner anderen Tastatur, die ich immer benutze, und zwar die Razer Hunter Mini, auch deutlich besser ist. Und die Razer Hunter Mini war jetzt auch nicht so billig. Ich habe die damals für 120 Euro geholt. Im Freebuild auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Unterschied, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, wie ist es in-game. Und wir machen es jetzt aber so, wir machen jetzt eine kleine Challenge draus. Für jeden Kill, den ich mache, switche ich jetzt die Tastatur durch. Wir sind jetzt in einer Ranked-Runde drin, und zwar jetzt nicht in irgendwelchen Ranked-Runden, sondern wir sind jetzt einfach schon Elite-Rank. Und da sind natürlich jetzt auch die Gegner ultra gut. Und das ist natürlich auch der perfekte Umgebung, um jetzt hier mal einen richtig guten Test auch zu machen. Ich bin schon ein sehr, sehr guter Spieler und normalerweise sind das für mich gar keine Probleme, diese Lobbys. Probleme sein sollten, ist es natürlich mein Equipment das Problem. Nicht ich, weil ich bin unverbesserlich. So, okay, erstmal ganz wichtig, wir brauchen jetzt ein paar Mats, damit wir jetzt nicht instant down gehen. Aber unter mir ist einer. Mein erster Fight. Oh, hier sind mehrere. Na, er wurde mir abgestaubt. Er wird mir einfach abgestaubt, die Ratte. Oh. Oh, 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 oh. Let's go, da haben wir doch unseren ersten Spieler. Der erste wurde mir abgestaubt, aber egal. Jetzt gehen wir kurz in den Busch rein, poppen uns das Medkit und switchen natürlich jetzt Maus und Tastatur. Und ich muss schon mal sagen, ich habe mich relativ confident gefühlt. Aber jetzt kommt der Big Boy. Und ich muss auch sagen, es verwirrt mich noch ein bisschen mehr, weil natürlich bei so einer großen Tastatur auch die Tasten vom Abstand her etwas anders sind, als jetzt ich gewöhnt bin von der kleinen Tastatur. Muss man natürlich auch dazu sagen. Okay, wir holen uns ein Auto. Jetzt nehmen wir nur noch 48 Leute. Ist hier vorne jemand? Oh, hier ist ein Gegner. Oh mein Gott. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich läge. Oh mein Gott, der Edit. Boah, ich fühle mich nicht so confident gerade. Hallo. Cracked. Okay, oh mein Gott. Okay, der ging auch noch gut. Aber der war auch echt nicht gut für Elite, sage ich euch ganz ehrlich. Wir switchen wieder. Glück gehabt, der Gegner war jetzt nicht der Beste. Weil ich glaube, wenn ich in so einen verschwitzten Boxfight reinkomme, wo es wirklich drauf ankommt, den Edit zu machen, um rauszukommen, fühle ich mich auf der anderen Tastatur viel, 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 viel unsicherer. Ich muss auch sagen, allein schon der Knopfwiderstand, also der von der Tasten, den zu drücken, ist so viel anstrengender auf der anderen Tastatur als auf der hier. Das Geile ist auch, die ist auch sehr, sehr leise. Selbst wenn ich jetzt hier ultra hart drauf drücke, ist es sehr, sehr leise. Und es ist echt sehr, sehr nice. Wir gehen jetzt mal für das mythische Medaillon. Für die mythische Pump, weil da ist dann mal ein guter Vergleich. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Weil das auch sehr, sehr guter Gegner ist, wahrscheinlich, der das hat. Der ist komplett da oben. Da vorne ist er. Ich überfahre den Mann. Oh, da kommt noch einer. Okay, komm her. Wir machen einen L-Parcours auf ihn. Wir machen einen L-Parcours. Oh mein.
Nein. Oh mein Gott. 5 HP. Ja, vielleicht bin ich gestorben wegen Skill-Issues und nicht an der Tastatur. Aber dafür sind wir jetzt in der nächsten Runde drin. Und wir gelangten jetzt hier komplett Hotdrop rein da. Und werden jetzt noch mehr tryharden. Ja, ich werde jetzt nochmal richtig ans Limit testen. So, wir werden jetzt hier vorne kurz einmal einen kleinen Zwischenland machen. Hier unten bei der Statue mir die ganzen Loot holen. Nice, eine Pump. Geil. Nein, oh mein Gott, was ist für ein Loot. Jetzt müssen wir auch mal hier die Arbeit reinstecken. Jetzt muss ich auch mal Gas geben. Jetzt muss ich auch mal dementsprechend schwitzen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir die erste Runde jetzt schon aufgefallen ist, dass ich mich auf der anderen Tastatur, also auf der ich jetzt spiele, auf der 10 auch Tastatur, deutlich unwohler fühle. Das bedeutet, ich spiele nicht so sicher, ich fühle mich nicht so confident, wie auf der von Reasoning. Und das macht natürlich schon sehr, sehr viel auch was mit dem Kopf. Weil wenn ihr wisst, okay, wenn ihr den Edit macht, dass ihr ihn auch durchkriegt, dann macht es sehr, sehr viel Unterschied auch. Weil es halt einfach diese Kleinigkeiten machen am Ende den großen Unterschied. Aber das will ich jetzt auch weiterhin testen. Wir haben Impulsnades, wir können zur Not weg. Ich versuche jetzt wirklich auch in den Close Range Fight zu gehen, wo es auch hart ist, wo es eklig ist, wo es darauf ankommt. Da liegt es, weil wenn ich jetzt hier jemanden spraye und jemanden hole, ja gut, dann ist es zwar ein Kill und wir können switchen. Es ist nicht ausschlaggebend. Wisst ihr, es ist nicht aussagekräftig über die Tastaturen. Das wollen wir jetzt hier herausfinden. Und ich würde sagen, allein schon wegen der Größe ist es so unhandlich. Weil ich komme die ganze Zeit hier gegen. Weil immer wenn ich jetzt so mache, haue ich gegen die Tastatur. Und das ist nicht gut. 90er. Oh, trotzdem gutes Piece. Sehr gut gepiece, John C. Holy shit. Okay, wir switchen. Oh, jetzt geht's ab. Okay, wir nehmen die Splashies mit. Aber wir nehmen auch genauso jetzt hier den Fizz mit für die Minis. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Wir müssen jetzt Meter machen. Oh, hier ist ein... Ich glaube, das ist ein Gegner. Ja, das ist ein Gegner. Okay, und der läuft. Oh mein Gott, das sind 2 Gegner. Und wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Wir haben nicht die Mats dafür. Wir wollen noch Splashies, geil. Okay, wir machen uns kurz full. Wir brauchen Mats. Ja, ich habe so Angst vor diesen ganzen Footsteps hier. Was geht hier ab? Wir müssen uns kurz ein paar Mats farmen. Das ist gerade viel, viel wichtiger. So, und gib mir hier raus nochmal ein paar Minis. Vielen Dank. Ah, da muss man doch höflich fragen. So, ich brauche mindestens 500 Mats, um zu fighten. Wir haben auch keine Metal Walls. Das bedeutet, wir kommen rein theoretisch nicht weg. So, wir können jetzt langsam wieder auf den Rückweg machen. Wir haben jetzt wieder 300. Aber lässt sich langsam arbeiten. Oh mein Gott. Weg aus, du. Bruder, er fährt weg. Das ist krass. Er fährt einfach weg. Er zieht einfach durch, der Mann. Cracked? Okay, wir hielen uns kurz. Wir spielen safe. 34 White. Oh mein Gott. Wo ist er? Let's go! Guter Hit, Johnsy, guter Hit. Okay, wir gehen auf die Kauen. Wir brauchen uns Minis. Zack, und switchen wieder Keyboard. Und hier ist direkt der Nächste. Digga, ich krieg den Edit nicht hin. Digga, ich hätte ihn 8-mal haben können. Oh mein Gott, ich fühle mich nein, ich krieg die Edits nicht rein. Ich habe einfach 3-mal den Edit versucht und nicht hinbekommen. Digga, ich krieg den Edit nicht hin, ne? Geiler Hit, da habe ich mir Zeit gelassen. Wichtig, 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 wir switchen wieder. Aber ohne Witz, das hat mich krass gegrieft. Also das hat mich wirklich krass gegrieft, weil ich 3-mal diesen Edit versucht habe und nicht diese einfache Wall aufbekommen habe. Okay, wir haben jetzt guten Loot. Damit können wir arbeiten. 3 Kills, 26 Leute noch am Leben. Wir können den Mann fighten. Mit dem Healing-Medaillon. Das brauchen wir. Mit dem Seifen-Medaillon. Komm mal her. Das wird jetzt nochmal ein richtiger Test. Weil der hat ja auch das sich erarbeitet. Und weil er doch die Leute abgeschaut. Mal gucken mal, wie gut der ist. Hallo. Der Mann will nicht. Digga, was macht der? Du wusstest es. Geil. Geil, 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 geil. Ist auch richtig gut gespielt. Jetzt wird's schon wieder. Also, das ist krass. Es ist wirklich krass. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man sich mit dem Keyboard so viel confident erfüllen kann. Weil wenn du einfach diese Sicherheit zu wissen, ich mache diesen Edit und der geht durch oder ich setze es zurück und es geht durch, das macht so viel mit einem. Allein schon, wie sicher man sich fühlt bei diesen Fights. Ich vertraue da einfach viel mehr drauf, dass ich das schaffe. Und das macht auch sehr, sehr viel mit dem Kopf. Das ist crazy. Jetzt haben wir einfach hier schon 4 Kills. Ja, jetzt haben wir auch sogar 6 Metal Walls. Okay, wir gehen jetzt sogar für die Insel. Oh, moin Meister. Was geht? Ich mache jetzt folgendes. Ein Fizz. Und ein Pulsnade. Und jetzt springst du runter. Das ist vielleicht mein Bester. Das ist so. Digga, was bist du für ein Mensch? Wer spielt so? Wer spielt so? Digga, er campt die ganze Zeit. Und dann pushe ich ihn und dann läuft der weg. Ja, wo ist er hin? Oh, er fällt da vorne. Ich sag, die Ratte sitzt einfach noch in seinem Auto drin. Das sage ich. Nee, tatsächlich nicht. Hä? Okay. Oh mein Gott, ich krieg den Edit nicht durch. Was hat er hier gebaut? Oh mein Gott, der ist white. Ich will ihn. Er will in das Auto rein, glaube ich. Hallo?
Hätte ich hier nicht. Digga, wie konnte ich mit der SMG nicht hitten? Komm schon, jetzt gehen wir auch wieder auf die Insel drauf. Aber das Keyboard ist auch echt super leicht, fällt mir auf, immer gerade auch beim Switchen. Das ist auch echt crazy, wie leicht das Keyboard ist. Oh, er riftet. Geht er auf die Insel? Er geht auf die Insel. Komm schon, Peak. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat das Medaillon? Digga, das ist crazy. Dieser Reset, ne? Der war's. Geil, geil, geil. Switch. Digga, 6 Kills schon. Digga, wir haben dieses komplette krasseste Loadout. Komm schon, wir gewinnen jetzt die Runde. Wo seid ihr, Boys? Hä? Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch. Oh, im Zug ist jemand. Im freaking Zug ist einfach jemand. Da hält das auch jemand. Das ist der Nervige. Das ist der Nervige, der abgehauen ist. Die Ratte ist da wieder. Das ist krass. Okay, er läuft. Digga, er fährt sogar weg. Der, wer spielt denn so? Schau mal, der campt nur. Aber der will so unbedingt die Prozente haben. Alles ist jetzt meine Mission. Ich werde ihn jetzt downchasen. Er fährt weg, ne? Da vorne ist er. So, das geht da ab. What? Wer spielt so? Okay, was lernen wir daraus? Egal wie gut dein Equipment ist, wenn du abgekämpft wirst, kannst du nichts dagegen tun. Aber wir werden jetzt noch eine Runde machen. Und zwar dieses Mal werden wir jetzt nur mit der Reason-Tastatur spielen, also mit der teuren. Und werden gucken, wie krass wir W-King können. Und da bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt. Wie ein Bettlaken. Komm schon, oh mein Gott, kommen hier auch viele Leute mit. Komm schon, 10 Kills müssen doch drin sein, ne? Ja, er. Geil. Ein Pump wäre wichtig. Hier unten eine Pump. Vorne Pump. Draußen habe ich schon Pumps. Come on, boy. Come on, boy. Warte mal, der kleine Pump. Geil. Ein Pump. Zack, okay, wir brauchen jetzt ein paar Mets. Geil. Wir haben ihn. Ich glaube, ich werde jetzt einfach das Medaillon claimen. Ich werde das Medaillon claimen. Dann nehmen wir kurz die Splashies mit, falls wir gefightet werden, weil wir kriegen eh den Saft daraus. Komm schon, gib mir das Medaillon. Und jetzt sind wir chilling. Geil. Geil! Ja! Er hat sich gerafft. Ich habe die bessere Pump, weil die so krass auf Range ist. Und wir machen Meter. Wir haben auch keine Metal Walls oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Aber die beste Pump im Game. Das ist geil. Ah, hier vorne ist ein Fight. Wir gehen dahin. Wir haben jetzt 2 Kills gemacht. Es sind nur noch 40 Leute. 26er. Komm her. Okay, geil. Geil, 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 geil. Digga, ich fühle mich so confident. Komm doch. Oh mein Gott! Habt ihr diese Cone gesehen? Habt ihr diese Cone gesehen? Geil drüber geplaced. Oh mein Gott. Ist das gut. Okay, wir gehen hier rein. Komm, chill. Komm, jetzt rück mal hier. Ruhe mal hier. Das ist so, ich sehe dich da nicht, oder was? Das ist so, ich sehe dich da in der Ecke nicht, oder was? 5 Kills schon. Digga, ich bin so gut. Das, ihr müsst aber immer noch wissen, das sind Elite-Lobbys, ne? Das sind echt keine schlechten Lobbys. Oh, der Bunker geht auf. Auch nice. Aber wir machen erstmal Meter. Wir machen Meter. Komm, booste, Junge! Er ist cracked. Oh mein Gott. 30er. Oh mein Gott, okay, der ist echt gut, der Spieler. Komm schon, gib mir die Wall. Oh mein Gott, wir zerreiben uns einfach gegenseitig. Okay, wir gehen jetzt mal weg von dem Mann. Wir gehen nochmal zurück, wir brauchen die Mats. So, wir brauchen jetzt nochmal die Mats, wir müssen hier nochmal durchgehen. Zack, gib nochmal den Stein, sehr gut. Ja, schau mal her, hier, Mats. Geil. Waren hier nicht irgendwie ganz viele Minis oder so? Nein, er tötet mich durch die Wall. Abschließend, Fatih, kann ich nur dazu sagen, ich finde sie echt ultra nice. Es wird jetzt erstmal meine neue Main-Tastatur. Die droppt übrigens genau morgen, am 1.9., falls ihr euch selbst schon wollt. Einfach bei Reasonay und bei Drexler im Shop. Checkt die sehr gerne ab. Ich finde sie ultra nice. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.